sento una scrittrice di professione. Ich fühle mich nicht als berufliche Schriftstellerin. Ich lehne die Rolle sogar ab, zu schreiben, um davon zu leben. Erfolg ist in meinen Augen etwas Vergängliches. Heute ist er da, morgen ist er weg. Ich brauche meine Arbeit, um gelassen zu sein, Ruhe zu haben. Ich habe eine schwerkranke Mutter und brauche viel Geld für ihre Pflege. Es würde mich mit Angst erfüllen und Druck ausüben, wenn ich Erfolg haben müsste, um meine Pflichten erfüllen zu können. Daher schreibe ich, wann immer ich kann. In meinem Alltag sieht man den Erfolg nicht. Ich führe ein ganz normales Leben. Ich gehe in die Schule und ich komme wieder nach Hause. Ich mache ganz normale Dinge. In meinem Leben spielt der Erfolg keine Rolle. Er ist einfach nicht da. Es haben überhaupt keine Veränderungen gegenüber meinem vorherigen Leben stattgefunden. Das hat vielleicht mit der sardischen Landschaft zu tun. Eine geheimnisvolle, noch wilde Landschaft. Man versteht nicht alles an ihr. Sie ist schon ein wenig magisch. Was die Liebe betrifft, die Liebe, es ist doch die Liebe, die alle anstreben, auf der ganzen Welt. In diesem Buch habe ich versucht, mich selbst und nach Möglichkeit eben auch den Leser zu überzeugen, dass nicht alles, was die sozialen Schemata als unmöglich vorgeben, auch wirklich unmöglich ist. Ich habe versucht, über diese unmöglichen Dinge zu sprechen. Denn wenn man beständig das Unmögliche träumt, können die Dinge möglich werden. Aber ja, es ist vorgekommen, dass ich mir etwas sehr gewünscht habe. Das habe ich dann aufgeschrieben. Die Kraft der Vorstellung, die Kraft des Schreibens hat mir dann Mut gemacht, den Versuch zu wagen, diese Wünsche auch wirklich umzusetzen, zu verwirklichen. Das Leben fährt sicherlich auf die Kunst ab, aber die Kraft der Vorstellung beeinflusst auch die Kunst und das Leben. Ich versuche mich gerade an einem Theaterstück, eine episodische Geschichte, die aus einzelnen theatralischen Szenen besteht, anstatt aus Romankapiteln.